Ja, hier geht es wieder weiter mit einigen CD-Boxen. Das ist eigentlich das Letzte, was ich bezüglich CDs jetzt noch kaufe. Das sind Boxen, die einen Überblick von einem Künstler darstellen. Red Jordan Box, die wichtigen Elvis-Boxen natürlich, Sleepy LaBeef, Bobby Bear, Emmylou Harris und so weiter. Geschichte des Rhythm Blues, Doo-Wop. Und ja, Jazz Records. The Mercury Blues and Rhythm Story und so weiter. Merle Haggard, Chuck Berry, Neil Diamond, Surfbox, Jimmy Buffett Box, Connie Francis Box, Randy Newman, Retina Box und High Time Records. Und dann einiges noch von Bear Family, wie die Calling Kids, Johnny Horton, natürlich Jerry Lewis. Jim Reeves, wichtiger Mann auch Jimmy Driftwood, Bill Ives, Elvis, Flatt & Scruggs, ja, Derek Clapton dann auch Natürlich. in die Tiefe mit den CD-Boxen von Bear Family, die Box von Billy Walker. Dann, das ist jetzt was anderes, das ist die Box von Peggy Lee, für mich auch eine geniale Sängerin. Ja, das 30-Jahr-Jubiläum von Bear Family. Dann ja, habe ich irgendwann einmal in Schweden gekauft. The Chris Strachwitz Box. Das heißt, er war ja der Begründer von Aholi, die sich wirklich mit den Tiefen der Musik, des Folk und des Blues beschäftigt. Und ja, war recht spannend. Er hat übrigens auch in den 30er oder in den 60er Jahren Aufnahmen in Österreich gemacht. War so wie Alan Lomax unterwegs auf Reisen und hat da Musik aufgenommen. Dann natürlich ganz wichtig die vier Dean Martin Boxen von Bear Family. Das heißt, das ist alles, was jemals von Dean Martin offiziell veröffentlicht worden ist. Also insgesamt, ja, pro Box 8 CDs, also über 30 CDs. Was gibt es da noch? Die Rose Maddox Box. Dann hier Duane Eddy, Lonnie Donegan, Lefty Frizzell, einer der ersten Boxen von Bear Family. Die Geschichte von Lefty Frizzell auf 16 CDs. Übrigens wirklich der Mann, der von Merle Haggard am meisten verehrt wird. Dann A Shoot in the Dark. Da gibt es zwei Boxen. Ich habe mir die eine Blues in Nashville aufgenommen. Auch eine spannende Geschichte. Chuck Scott, Bill Haley natürlich. Zwei Boxen. Die Platters. Und natürlich wichtig die Merle Travis Box. Dann noch. Ja, Jimmy Martin, Nelly Lucha, Rhythm and Blues, Dr. Feelgood, Rhythm and Blues, Shirley and Lee, Carl Perkins, die Loving Brothers, ganz eine schöne Box, also für jeden Country-Fan unbedingt zu empfehlen. Die Loving Brothers of Bear Family, Julia Lee, auch für mich eine große des Rhythm and Blues. Das war für mich so eine wirklich die spannendste Zeit, eigentlich bevor der Rock'n'Roll gestartet hat, die ganzen Rhythm and Blues-Leute. Dann Speedy West und Jimmy Bryant. Natürlich sehr viel Instrumental, aber Flaming Guitars. Geniale Geschichte. Wieder eine Chris Rea Box. Dann natürlich Chet Atkins. Einer der wichtigsten Männer in Nashville. Dann wieder Rhythm and Blues, King Curtis. Einer meiner absoluten Favorites, auch die Eartha Kitt. Ja, dann Brenda Lee. Dann die Nashville Stars auf Europa-Tournee. Leider jetzt sehr aktuell gewesen, die Everly Brothers, nachdem Phil Everly vor kurzem erst gestorben ist. Chained to a Memory. Und The Price of Fame. Ja, das sind die zwei. Die Cadence Years habe ich nicht. Und natürlich Kingston Trio.
The Guardians, auch eine recht eine intensive Box. Roy Orbison, ja, und die McWiseman Box. An Büchern gibt es da natürlich auch noch einiges. Auch für jeden Fan der aktuellen Country-Szene, nämlich der Alternativ-Country-Szene, ist hier ein interessantes Buch, Modern Twang. Dann eine der Biografien von Jerry Lee Lewis, Recorded Country Music, The Blackwell Guide. Dann eines der wirklichen Bibeln, Good Rocking Tonight, die Geschichte von Sun Records, die offizielle Biografie von Chuck Berry. Dann die nächste Biografie von Jerry Lee, Rocking My Life Away. Ja, dann einiges an Country-Büchern noch, The Twisted Roots of Rock'n'Roll. Noch ein Peter Guralnick, Feels Like Going Home, Doo Wop. Dann von Nick Dashes wieder die Biografie über die Martin. Uraltes Buch, Discipline Blues by Choose, die Biografie von Carl Perkins. Dann auch ein recht spannendes Buch, Country Singers as I Know Him, von May Bowen Axton. Das ist übrigens die Dame, die Mutter von Hoyt Axton und die Dame, die Heartbreak Hotel mitgeschrieben hat. Ja, Go Cat Go, Rockabilly Music and Its Makers. Dann ein wichtiges deutsches Buch, das große Buch der Kantermusik von Walter Fuchs. Dann ein wunderschönes Buch, The Beginnings of the 90s, Country Music and the Musicians. Dann eines meiner ersten Country-Bücher, das hat mir mal ein Freund, glaube ich, da war ich noch 14 oder 15 Jahre alt, aus England mitgebracht. Ja. Dann Shake, Rattle and Roll. Ja, Rock Discography. Wieder mal was von Cash. Auch eine schöne Geschichte. Rock Archives von Phil Ox. Michael Ox. Ja. Noch einmal die Rock Streams in einer anderen Version. Ja, diverse Nachschlagewerke, die Top Country Albums 1964 bis 97, also die ganzen Billboard Charts. Dann We Wanna Boogie, Roots of Rock, Oldies on CD. Ja. Dann natürlich ein Buch über Eddie Cochran und ja, noch über Blues. Da gibt es noch einiges an Platten. Eben 3.500 Platten brauchen Platz. Das gelagert in einem Regal von IKEA. Für jeden Sammler sind das wichtige Regale. Ja, da gibt es einiges. Sind sehr viele Sachen, die ich in Amerika gekauft habe. Aber wir gehen da, wie gesagt, bei den Platten gehen wir noch in die Tiefe. Ja, das war es einmal. So den ersten Überblick über die Sammlung. Es gibt natürlich noch einiges auf DVD, ca. 600 DVDs, die allerdings nur auf Spindeln sind, die kein eigenes Cover haben, was ich von irgendwo her habe, abgetauscht von irgendwelchen Fans oder aus dem Internet. Ja, das ist einmal so überblicksmäßig gekommen.